Live Punk an das Leben der Videopodcast mit der Lizenz zum Durchstarten. Heute mit einer wirklich beeindruckenden Frau, deren Leben verändert wurde durch die Diagnose einer seltenen Krankheit. Aber dass sie ihr Leben stiehlt, das lässt sie definitiv nicht zu. Im Gegenteil, sie geht jetzt mit ihrem Rollstuhl auf große Tour, 600 Kilometer durch Deutschland. Kathi Jürdel ist mein Gast. Facebook-Seite begrüßt Kathi mit dem Satz: Ich bin wie ich bin, klein, verrückt, alles andere als normal und gegen die Norm. Mit alles andere als normal meint sie sicher auch die Folgen ihrer Erkrankung, eine sehr seltene Form der zunehmenden Lähmung der Beine und Versteifung des gesamten Körpers. Aber mit ihrem Rollstuhl geht es jetzt für sie demnächst 600 Kilometer durch Deutschland, ihr persönlicher Jakobsweg, ihr persönlicher Marathon, den sie aber gleich wieder mit der Hilfe für andere verbindet. Denn mit ihrem Verein, ein Teil vom Ganzen, wurde sie kürzlich für die Arbeit auch vom Bundespräsidenten geehrt. Sie selber sagt, unser größter Gegner ist die Angst. Aber wie ist sie selbst mit Ängsten in ihrer eigenen Geschichte umgegangen und immer wiederkehrenden Krisen? Das verrät sie uns jetzt. Ich frage normalerweise meine Gäste mal als erstes, ob sie mutig sind. Das brauche ich dich nicht fragen. Das bist du definitiv von allem, was ich schon von dir weiß. Erzähl noch mal. Ich habe nur angedeutet den Zuschauern diese große Lebensveränderung, die mit der Erkrankung dann in dein Leben kam. Wann war das ungefähr? 2 Jahre nach der Hochzeit, glaube ich, ne? Genau, 2014. Mein Mann und ich haben nach 7 Jahren noch mal kirchlich geheiratet, am 12.12.12. Die 12 ist sowieso meine Lieblingszahl. Mein Bruder hat am 12. Geburtstag, mein Mann hat an einem 12. Geburtstag. Und so haben wir dann halt da noch mal geheiratet und haben noch mal, ja, viel Kampf besiegelt. Und dann kam 2014 die nächste Runde. Und da bin ich ganz froh, dass mein Mann tatsächlich gesagt hat, durch gute und durch schlechte Zeiten. Und er ist auch immer noch an meiner Seite und auch immer noch nicht geflüchtet. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön, dass er das noch weiter mit mir durchboxt. Also das ist schon toll. Ja, ihr seid ein tolles Team. Das sieht man auch auf deinem wunderbaren Blog im Facebook. Sollte man dich unbedingt mal verfolgen, wenn ihr noch nicht nach der Kathi geguckt habt. Ein Teil vom Ganzen heißt dein Blog. Da machst du anderen Mut. Aber erzähl noch mal damals von deinen Schritten. Ich habe dann gelesen, dass dein erster Kampf begann, dass du dann erst mal mit der Krankheit klarkommen wolltest. Du wolltest aber eher auf Physiotherapie setzen als auf Pillen, klassisch im Krankenkassensystem. Und da hast du erst mal losgelegt und für dich gekämpft. Was war denn da los? Ja, tatsächlich. Also das war, ich bin halt immer ein recht aktiver Mensch gewesen, der unglaublich viel Sport gemacht hat. Also ich habe früher extrem viel, ich bin gelaufen. Ich war früher Tanzmariechen, Leistungssport. Dann ist halt ganz viel passiert. Also meine Tochter ist auch krank geworden und ich habe halt einfach gemerkt, dass in den Kinderkrankenhäusern oder bei den Kindern wesentlich oder andere Medikamente halt auch gegeben werden als bei Erwachsenen. Und da habe ich eine Menge von gelernt, auf der Kinderkrebsstation, wie schnell die fit geworden sind. Also die sind tatsächlich ganz schnell nach den Operationen, haben die sich einfach bewegt, sind dann wieder aufgestanden, sind auf die Beine gekommen. Und ja, die wissen einfach nicht, wie krank sie sind, die Kinder. Und ja, das war mir ein riesengroßes Vorbild, wo ich dann sehen konnte, Mensch, man kann unglaublich viel erreichen, wenn man halt einfach nicht drüber nachdenkt, wie krank man ist. Und dass man sich dann halt auch ganz schnell diesen Fokus halt nicht verliert. Also je mehr Raum man einer Erkrankung gibt im Kopf, desto mehr nimmt sie halt auch ein. Tatsächlich ist das so. Und mir war halt wichtig, nicht auf die Pillen zu setzen, sondern mir schöne Momente zu machen. Aber das ist ja Wahnsinn. Deine kleine Maus, die hatte dann Krebs. Und also du hattest deine eigene Diagnose und Krankheit, mit der du klarkommen musstest, die Tochter im Krankenhaus. 2003 ist sie erkrankt. Also es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit. Elisa hatte von Geburt an eine kranke Niere. Und mit 2 Jahren war es dann so, dass sie in der gesunden Niere einen Tumor entwickelt hatte. Also sie hat dann im Endeffekt, hat sie halt beide Nieren verloren, hatte Chemotherapie, sie hatte Lungenembolien, eine Thrombosewand, war an einer Herz-Lungen-Maschine, lag auch im Koma. Also sie hat ganz, 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 ganz viel mitgemacht. Und die sind auch, alle 3 Kinder sind auch nicht von meinem jetzigen Mann. Also die sind alle von meinem Ex-Mann. Der Carsten hat eine Familie geheiratet. Ja, und mit all diesen kleinen und großen Paketen und Sorgen hat er tatsächlich gesagt, ich bleib dann halt auch trotzdem bei euch. Und da 2003 habe ich halt so viel erlebt,
auf dieser Kinderkrebsstation und ich stand so oft vor der Tür und hatte so unglaublich Gänsehaut und war so viel am Weinen und habe dann im Endeffekt gedacht, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, du kannst doch nicht draußen jetzt hier rumheulen und oben liegt deine Tochter und hat Krebs, jetzt reiß dich mal zusammen und geh wieder hoch und sieh zu, dass du dann halt für die da bist. Ja. Und da habe ich in der Kapelle gesessen und habe gesagt, so, wenn es jetzt wirklich sowas wie einen lieben Gott gibt, dann verstehe ich nicht, warum man das diesen ganzen kleinen Menschen halt antut. Und wenn jetzt noch irgendwas geplant ist für sie, dann hört jetzt einfach auf und seht zu, gibt es da mir. Und tatsächlich ist es halt ja irgendwann, also Elisa ist jetzt halt 19 Jahre alt, sie wird jetzt bald 20, es ist jetzt alles gut gelaufen und wenn das tatsächlich irgendwie möglich ist, dann kann ich mit der Situation, wie sie jetzt ist, halt auch recht gut leben. Also das Mutigsein habe ich tatsächlich ganz viel von meiner Tochter gelernt, ganz viel von diesen kleinen, wunderbaren Menschen, die da, ja, weil sie nicht wissen, wie krank sie sind, halt anders mit dieser schlimmen Erkrankung umgehen. Da wird man ganz demütig und man wird einfach nur dankbar, dass dieses Kind halt noch bei einem sein darf, ja, und man sie erwachsen sehen, aufwachsen sehen darf. Du hast ja dann selber auch geschrieben, in diesen Krisenzeiten ist ja zunächst dein Blog, den du dann gestartet hast, das war erstmal wie so eine Art Selbsthilfetagebuch und da hast du auch ganz viel geschimpft am Anfang. Heute ermutigst du die Leute da draußen. Und wurde es dann auch für deine Arbeit mit dem Verein, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, der dann entstanden ist, auch schon ausgezeichnet? Du warst auch beim Bundespräsidenten in Schloss Bellevue, der dich für deine Arbeit mit deinem Verein geehrt hat. Ein Teil vom Ganzen eben auch der Name. Wie ist der denn dann entstanden? Das war total spannend. Also ursprünglich war dieser Blog, ich habe jemanden gesucht, der die gleiche Erkrankung hat wie ich. Das war dann so ein Heilmittel, so ein Tagebuch, um den Frust loszulassen, ob den Kampf mit den Krankenkassen, ob diese ganzen Geschichten mit den, was nehme ich für Tabletten, nehme ich Schmerzmittel, nehme ich die Schmerzmittel halt auch nicht. Und das war dann, ich habe dann ganz viel geschrieben, das war dann am Anfang mit der Reinelde und mit der Merit aus der Schweiz. Das war so schön, da sind dann so Freundschaften tatsächlich also entstanden. Das war, als würde man sich ewig kennen und man kannte sich gar nicht. Und irgendwann sagte der Carsten, weißt du was, du schreibst sie jetzt mal an und wir fahren jetzt da runter. Ich so, wie, wir fahren jetzt da runter? Ja, nach der Arbeit, Freitag, fahren wir in die Schweiz und von der Schweiz fahren wir nach Österreich. Den sagst du jetzt einfach mal hallo, wird Zeit, dass du die kennenlernst und dann fahren wir wieder nach Hause. Und das war so unglaublich schön. Und das war dann auch so, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Ich habe Socken geschickt bekommen, die nennen sich Spiralsocken, die haben keine Hacke und dann noch so selbst gestrickt. Und das war total toll. Also die haben schön warm gehalten und endlich saß mal wieder was ordentlich am Fuß. Und ja, und der Verein, das ist halt... das waren dann nicht nur die Socken, das waren dann ganz viele, viele andere Sachen dann halt auch noch. Also mein Bruder ist 2011 gestorben, der hat sich das Leben einen Tag vor meinem Geburtstag leider genommen und meine Oma hat immer gesagt, egal, wenn eine Seele von dieser Welt geht, ob sie groß oder klein ist und sie leuchtet oben am Himmelszelt weiter, egal was passiert ist und Kathi, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin und du oben ins Himmelzelt guckst und dann ein Sternchen heller leuchtet als alle anderen, dann weißt du, dass ich an dich denke. Und dieser Schön. Satz ist, wenn du nach oben guckst und ein Stern leuchtet heller als alle anderen und ich weiß, dass die Oma dann halt auch da ist, den habe ich halt einfach mitgenommen und der bedeutet mir unglaublich viel. Und dann habe ich angefangen, Aurelio-Sterne zu basteln und habe in diesen Aurelio-Stern Transparentpapier habe ich dann genommen und da eine Lichterkette reingepackt und die dann irgendwie dann auch, das Ganze dann auch geschlossen bekommen. Und ich fand das halt so schön, denn den ersten habe ich halt meiner Mama geschenkt und irgendwann habe ich dann so ein paar Fragen von meiner Schwester, habe ich dann halt auch die Frage bekommen, ob ich das für jemanden noch basteln könnte, wo jemand verstorben ist. Und dann habe ich den Stern aber auch gebastelt, ja gerade so von Oktober bis Dezember, wenn es draußen dunkel wird und man sich alleine fühlt und man auch so ein bisschen mutlos ist und ja. Da braucht man manchmal ein Licht am Horizont für sich selber dann auch. Und ich finde gerade, so ein Licht es strahlt Gemütlichkeit aus, es gibt so ein bisschen Wärme und dann halt auch ein kleines bisschen Mut. Und da
Da habe ich dann halt mehrere von gebastelt und wo ich dann über einen Teil vom ganzen Block dann die ersten Leute kennengelernt habe, die haben mir dann geholfen, diese Sterne zu basteln, weil die Listen wurden dann ja auch immer größer, von welchen die schwere Aufgaben hatten. Also es war dann, ich habe ganz vielen Menschen zugehört, ich habe dann auch angefangen und habe dann gefragt, ob jemand diese Spiralsocken vielleicht für Kinder, ich habe dann Familien kennengelernt, die dann auch Kinder mit Spastik dann auch haben, wo ich dann gesehen habe, oh, die Füße sehen ja genauso aus wie mir, und dann wurden diese Socken in groß und in klein gestrickt und dann habe ich die dann auch verteilt und irgendwie waren dann hier aus der Gegend auch immer mehr und dann waren wir hier im Wohnzimmer, erst waren wir zu 5, dann waren wir zu 10, dann haben wir 20 und dann wurde es dann immer mehr und dann kam die Idee, da halt einen Verein rauszugründen, weil es da dann, weil ich einfach gemerkt habe, wie schön das ist, wenn man diese Verbindungen schafft, dieses gemeinsame zusammen etwas machen. Das ist halt einfach, das ist besser wie jede Medizin und auch besser als Physiotherapie, sondern das schenkt schöne Momente. Und ich sage immer, wenn man aufhört zu lachen, hört man auf zu leben. Und das ist, wenn man sein Lächeln behält im tiefsten Innersten und sein Licht noch am Leuchten hält, dann ist das einfach so das Allerwichtigste. Und unser Logo, ich weiß nicht, ob man das jetzt, na, man erkennt das. Da musst du dich strecken, Kathi, dann sehen wir das genau. So, warte mal, ich komme mal ein bisschen näher ran. Es ist halt eine Weltkugel. Ja. Und in der Weltkugel, ich weiß nicht, ob man das jetzt tatsächlich sieht, sind ganz viele kleine Puzzleteile. Ja, sehe ich. Und in Deutschland ist das Sternchen, weil damit ja irgendwie alles angefangen hat. Hier oben ist ein kleines Sternchen, weil das Sternebasteln ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt halt auch einfach. Toll. Und das war so mir so wichtig, weil das ist halt das, was raus entstanden ist, warum dieser Verein existiert. Jeder ist ein Teil vom Ganzen und jeder hat seine eigene Geschichte. Es gibt größere und kleinere Pakete, es gibt gute und schlechte Zeiten, aber es ist, jeder bleibt ein Teil von dieser Welt. Und der Verein heißt ein Teil vom Ganzen, all inclusive. Und ich finde halt, im Urlaub ist all inclusive immer was total Tolles, aber im wirklichen Leben und auf dieser Welt muss es Gesetze geben, damit man halt eine Inklusion hat. Man muss einen Namen finden, damit Menschen dazugehören. Das finde ich schon wieder traurig. Und wenn man doch, deswegen haben wir auch das Inklusions-K genommen und dann halt aber nicht das E dran. Also viele denken, das ist ein Rechtschreibfehler. Nein, ist es nicht. Wir haben halt nur all inklusiv von Inklusion mit da rein, aber das all inklusiv wie in Urlaub, weil wir sind alle unter dem gleichen Horizont, wir haben alle nur diese eine Erde und diese Puzzleteile ist halt wirklich wie in einem richtigen Puzzle. Also jeder ist ein kleiner Beitrag und jede Natur ist ein kleiner Beitrag und egal welches Puzzleteil wegbricht oder egal welches Puzzleteil wir als Menschen kaputt machen, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Also das Bild ist halt einfach kaputt. Und wenn dann der Rest so ein bisschen zusammenhält und miteinander was macht, dann gibt es noch einen gewissen Halt. Und ich finde, Halt ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jeder, der jemanden verliert, braucht Halt. Jeder, der traurig ist, braucht Halt. Jeder, der eine Depression hat oder jeder, der eine Erkrankung hat, braucht in irgendeiner gewissen Weise Halt. Und Halt findet man durch schöne Momente, durch Menschen, die einen in den Arm nehmen, durch Menschen, die einfach da sind oder wo man halt weiß, dass jemand da ist. Also alleine fühlt man sich meistens halt nie wohl. Und die, die halt keine Menschen mögen, die mögen dann halt Tiere ganz gern. Aber es ist halt immer, es kann ganz viel, kann einem Halt geben. Und Halt ist halt so dieses Wichtigste, was wir brauchen. Und wenn die Menschheit versteht, dass wir zusammenhalten müssen, damit das Ganze hier funktioniert, dann kann es auch wieder ein bisschen besser laufen. Also wow, das ist so, was mir wichtig ist. Und das ist halt, was ich so schön finde. Ja, das ist dieses Wir-Gefühl, ne, was dann euer Verein auch mit solchen Aktionen wie diesen herrlichen Herzenssternen und so weiter, was du beschrieben hast, auch bringt. Zeig doch nochmal dein Logo auf der Brust, weil da sieht man ja auch diese Puzzleteile, glaube ich, ne, auf deiner Welt. Genau, ja, weil ich guck mal, ich komme mal. Ja, ja, genau, siehst du? Und wenn eins fehlt, dann haut dieses ganze Bild nicht mehr hin. Trotz allem gibt es ja immer auch diese Schwankungen. Und du hast auch mal so ein herrliches Foto gepostet, wo du gesagt hast, mein Alltag ist immer so zwischen Daumen hoch
Und manchmal eben auch dieser, ne, der Mittelfinger, Ja, mit dem, was man so dieses hier. erlebt. Und du hast ja dann auch immer wieder mal so Schwankungen wahrscheinlich in der Gesundheit, mit der Spastik und Dinge, die immer wieder dazwischen kommen. Wie hältst du denn diese Schwankungen selber noch persönlich aus? Ich denke mal, Humor ist bei dir ein ganz wichtiger Baustein oder auch andere verrückte Sachen, die du machst. Zum Beispiel hast du ein Faible für Rock'n'Roll und für tolle Bilder. Da hängen auch bei dir einige im Hintergrund, ne? Ja, das Leben ist entweder bei uns Rock'n'Roll, es rockt, oder es ist halt so. Das ist halt immer so ein Ding dazwischen. Und da gibt es halt tatsächlich auch die ein oder anderen Fotos, wo ich dann immer denke, wow, genau dazwischen bin ich, aber das ist halt das, was einen ausmacht. Und ich kann das mal eben zeigen. Tatsächlich war es dann auch mal so, ich lerne halt tolle Menschen kennen und ja, so sind die ein oder anderen Fotos dann halt auch entstanden. Und ich hatte dann mal ein Pin-Up-Shooting für meinen Mann und daraus ist dann tatsächlich auch ein Blogbeitrag geworden. Also da war ich wirklich das erste Mal extrem mutig, weil ich dann gedacht habe, Ja, ach Mensch, das, so. jetzt sehen wir es. Und das ist dann halt Wow. ein Bild davon, was daraus entstanden ist. Also da ist, da hinten habe ich noch ein ganz tolles Hängen und Das heißt, du hast eine richtige Fotosession gemacht für deinen Mann, dann mit diesen tollen genau, roten Haaren, richtig. ja. Und sag mal, worüber wir auch unbedingt reden müssen. Du hast jetzt noch was nächstes Verrücktes vor. Ich habe es schon kurz angedeutet. So einen Guinness-Rekord-verdächtigen Versuch. Du willst mit deinem Rollstuhl 600 Kilometer durchs Land. Sag noch mal, wohin genau und vor allem warum? Nicht nur Bewegung ist für mich auch wichtig, sondern auch die Natur. Also nach draußen, da erde ich mich immer und ich nenne das Kopffreitouren. Ich habe jetzt letztes Jahr im November einen Elektrorollstuhl bekommen, den nenne ich liebevoll Roger. Und Die haben immer Roger. Namen, die haben Namen bei dir immer, ja? Ja, also viele, also meine Autos hatten schon immer Namen. Roger heißt halt Roger, weil wenn alles Roger ist, dann läuft es irgendwie. Und das ist ja das, was er macht, meine Beine ersetzen. Ne? Das ist ja so ein bisschen, meine Füße heißen eigentlich Dumm und Dümmer, aber im Großen und Ganzen mit so ein bisschen Humor ist Ja. das dann so, dass wir dann da waren. Und das ist, ja, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich ihn und jetzt habe ich da auch so lange drauf gewartet und jetzt möchte ich ihn dann auch nutzen. Und ursprünglich wollte ich bis nach Aschau in die Klinik fahren, wo ich in meinen Behandlungen bin. Und dann dachte ich mir, nee, da machst du was Schönes von. Und das ist ja, wo alles angefangen hat. Ich möchte, dass sich wieder ein Kreis schließt. Jetzt fährst du zu Rheinelde und Steffi und du fährst nach Lindau. Und ich fahre jetzt mit meinem Rollstuhl, wenn alles gut geht und alles klappt, möchte ich mit meinem Elektrorollstuhl über Radwanderwege bis nach Lindau am liebsten so in 10 bis 12 Tagen fahren. Mein Mann würde mich mit einem Wohnmobil begleiten und ich würde tatsächlich ja dann auch so ein Moneypool eröffnen, weil ich unglaublich gerne einer Familie helfen möchte, die von der Flut überrascht worden sind. Das hat mich so mitgenommen und ich habe einfach gedacht, Mensch, da sind nicht nur Häuser weg. Was ist denn mit denen, die auch eine Bauchfelldialyse machen, die an Sauerstoffgeräten hängen, die diese ganzen elektronischen Möglichkeiten dann halt haben, brauchen, um zu überleben. Und da möchte ich gerne unterstützen. Also das möchten wir als Verein, sind wir gerade auch anschauen, dass wir da an einer Sache dran dabei sind. Und da entsteht auch gerade was ganz Schönes. Und A, wollte ich immer einen Marathon laufen. Das klappt jetzt leider nicht mehr so. Aber ich möchte tatsächlich jetzt einfach so ein bisschen körperlich wird das auch richtig schwierig für mich werden, weil ich so 10 Stunden möchte ich im Rollstuhl sitzen. Ich weiß nicht, wie meine Spastik reagiert, aber da muss mein Körper jetzt einfach auch durch. Das wird meine Grenzerfahrung. Das wird dann quasi wie mein Jakobsweg nur. Und unterwegs kann ich halt auch noch anderen Menschen begegnen, die ich über meinen Blog kennengelernt habe. Toll. Da kann ich jetzt nur sagen, achtet mal auf diese Kopffreitour von Kati. Ich wette, auf Facebook und im Netz überall kann man da gut was verfolgen bei euch. Und wir können es ja auch praktisch noch unterstützen. Ich habe im Vorfeld gehört, ihr seid auch gerade am Suchen noch für so ein Wohnmobil, ne, der da mitfährt. Habt ihr im Moment noch Genau. nicht. Also wer da was weiß, dann einfach hier melden oder direkt gleich unter das Video schreiben. Das unterstützen wir dann unbedingt. Und sag mal, du hast auch mal geschrieben in deinem Blog, du denkst und lebst heute eben anders als in dem Leben, zum Beispiel vor der Krankheit. Gibt es etwas, wofür du heute eben keine Zeit mehr verschwenden würdest, wo du jetzt auch mehr Prioritäten noch gesetzt hast und rigoroser geworden bist? Ja, der Fokus. Also ich lege tatsächlich den Fokus auf das, was mir noch Spaß macht. Also das ist halt, was kannst du, was möchtest du, was ist dir wichtig, wo möchtest du dann halt auch hin? Oder was ich früher, ich habe immer versucht, meine Gefühle komplett zu unterdrücken oder halt dann nichts
zu weinen. Und das kann ich tatsächlich nur jedem total ans Herz legen. Es gehört alles dazu, auch also ein Teil vom Ganzen, auch bei allen Emotionen. Wenn man anfängt, nicht zu weinen und irgendwas zu unterdrücken, kommt es auf anderer Seite irgendwie dann halt auch raus. Oder der Körper wird sich dann irgendwie wehren. Und ich sage halt immer, man darf den Kopf in den Sand stecken, auch ganz, ganz tief, aber halt immer nur zu einem Peeling. Und ein Peeling ist halt definitiv sehr, sehr reinigend. Und wenn ich im Supermarkt bin oder unterwegs bin, da gibt es ganz viele Menschen, die so unglaublich traurig gucken oder einfach wie in so einer Funktion Fahrrad fahren. Und dann stehe ich oder fahre ich dann halt entgegen mit meinem Rollstuhl vom Weiten, gucke ich dann bewusst hin und sage dann Hallo. Und dann manche freuen sich ganz doll und manchmal kommt dann auch was zurück. Oder ich habe jetzt ganz tolle ältere Menschen auch kennengelernt, die sich so über ein Hallo freuen. Und dann hat man zwei schöne Momente. Toll, also, ja. Ein schöner Moment und ich habe einen schönen Moment. Und was ein Hallo halt auch einfach nur auch so bewirken kann, das ist schon ganz, ganz spannend. Egal wie alt man ist, egal was man für Träume hat, also es ist, das fängt, jede Vision fängt mit einer Idee an und man muss halt für das, wofür man steht, einfach dran festhalten und versuchen, es wenigstens versuchen. Also man kann dann hinterher immer noch irgendwo dran scheitern, aber wenn man es nicht versucht hat, dann hat man schon aufgegeben und aufgeben kann man Pakete bei der Post, aber nicht für sich selber. Du bist einfach herrlich. Da muss ich fragen, was hast du denn noch für einen Traum, Kathi? Mindestens einen, wahrscheinlich. Ja, also mein Mann und ich haben einen ganz großen Traum. Also wir wollen uns tatsächlich, ich mag es halt gerne, die Welt anzuschauen. Und wir wollen uns einen Wohnwagen zulegen. Ich mag die Welt gerne noch sehen. Und ich möchte einfach mal, meine Kinder sind groß, also... Und wir würden tatsächlich das gerne campend erleben und dann einfach das Schneckenhaus hinten dran und irgendwie rutsche ich mich da schon in die Gegend und das würden wir gerne machen. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihr das auch schafft, dass du das schaffst. Verrätst du mir bitte noch, ich frage meine Gäste immer am Schluss, was ist deine persönliche Superkraft, wenn du das in einen Fragebogen eintragen müsstest, liebe Kathi? Ich merke das schon, du hast eigentlich 10 verschiedene, aber sag mal eine. Also das habe ich tatsächlich, ich habe gelernt, egal wie traurig ich bin, aber auch die schönen Momente an dem Tag zu sehen. Also ich habe alles an einem Tag. Also wirklich, selbst wenn ich zu Tode betrübt im Bett liege und am Weinen bin und dann einen Anruf von einer Freundin bekomme oder meine Kopffreitour draußen mache, ich kann dann abschalten. Und das habe ich tatsächlich auch auf dieser Kinderkrebsstation gelernt. Der Tag hat so viele Stunden. Also für mich ist halt nicht immer alles scheiße. Ich habe tatsächlich mit der ganzen Erkrankung halt gelernt, dass ich auch wieder die schönen kleinen Momente genießen kann und daraus einen Nutzen ziehen kann und meine Kraft auch rausziehe und weitermachen kann. Also das ist halt so dieses Geschenk. Das ist ganz, ganz großartig. Es ist auch echt ein Geschenk, mit dir zu sprechen. Ja. Das hat mir richtig gut getan jetzt auch mit dir. Und ich habe einen Post bei dir entdeckt auf Facebook von dem Schauspieler Robbie Williams. Den fand ich so toll. Da steht drauf, jeder hat nur einen kleinen Funken Verrücktheit in sich und auf den müssen wir alle gut aufpassen. Und in dem Sinne vielleicht auch noch von dir einen letzten Gruß an die Zuschauer, die gerade bei uns sind da draußen, die vielleicht auch gerade irgendwie eine schwierige Zeit haben oder was Großes vorhaben. Das ist mein absoluter Lieblingsschauspieler und es ist schön, dass du ihn jetzt auch so erwähnt hast. Und genau das wünsche ich jedem, dass jeder in seinem Lebensfilm so sein kann, wie er dann halt auch seine Schauspielrolle halt genommen hat. Er war ja einer der witzigsten und tollsten, verrücktesten Menschen, aber war halt auch sehr, sehr krank. Aber in den Rollen, die er gespielt hat, das fand ich so schön. Er konnte lustig sein, er konnte ernst sein, er hat die unterschiedlichsten Rollen halt auch gespielt und das wirklich jeden mitnehmen, nimmt jede Emotion mit, nimmt jede Rolle mit. Wenn ihr traurig seid, seid traurig. Wenn ihr lustig sein wollt, seid lustig. Wenn ihr einen richtig guten Tag habt, seid verrückt und lebt die Verrücktheit und macht einfach das Beste für euch so aus jedem Tag. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Aber auch wirklich zulassen, wenn man traurig ist, traurig zu sein. Also den Kopf darf man in den Sand stecken, aber halt auch nur für ein Peeling. Und dann kann man ihn rausholen und dann scheint die Sonne halt auch wieder irgendwie weiter. Also den Spruch, den nehme ich mit, der ist einfach klasse. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Euch sage ich, achtet mal auf Kathis Kopffreitour. Denkt vielleicht auch an das Wohnmobil, wenn ihr einen guten Tipp für uns habt. Guckt mal auf ihren Blog. Ein Teil vom Ganzen. Gleich
gleicher Name wieder vereinen. Und ich bedanke mich von Herzen. Bleib weiter so, wie du bist, liebe Kathi. Und wir hören uns wieder. Ich bin mir ganz sicher. Tschüss. Ich freue mich. Tschüss. Ciao. Wow, oder? Wie diese Frau andere tröstet und anderen Mut macht. Und diese Sätze, dieser Humor von ihr, ne? Also dieses Kopf in den Sand stecken nur fürs Peeling. Oder wie war, wenn du aufhörst zu lachen, hörst du auf zu leben. Das nehme ich heute auf jeden Fall mit, auch in meine aktuellen Tage gerade. Und ich kann dir nur empfehlen, guck regelmäßig mal auf Kathis Blog, ein Teil vom Ganzen. Verfolge jetzt ihre Tour, die ansteht mit dem Rollstuhl, mit Roger. Und wenn ihr einen Tipp habt für so ein Wohnmobil, meldet euch hier direkt unter dem Video. Überhaupt, liked das Gespräch, kommentiert, fragt, wenn es euch gefallen hat. Holt euch ein Abo für die nächsten spannenden Gäste und Gamechanger, die in den nächsten Wochen hier wieder folgen. Ja, und nehmt vielleicht auch mal von Kathis Blog diesen Satz mit: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Leben ganz schnell vorbei sein kann? Mal wieder so ein kleiner Impulssatz für zwischendurch, ne? Ich freue mich aufs Wiedersehen. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder, denn länger kann ich auch nicht auf euch warten. Bis gleich. Passt auf euch auf. Tschüss.